Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, Herr Ministerpräsident, als große Rede war Ihre Regierungserklärung für heute angekündigt worden. Und was wir von Ihnen gehört haben, ja, der Herr Sauter, vielleicht haben Sie mitgearbeitet, um das so zu bewerten. Für mich war diese Regierungserklärung nichts anderes als viel Wortgeklingel, viel Prosa, jede Menge Altbekanntes, leider nur sehr wenig Konkretes, wenig Verbindliches und schon gar keine Antworten auf die Herausforderungen, auf die Zukunftsherausforderungen, vor denen wir stehen, auf die Frage, wie wir mit dem Klimawandel umgehen, wie wir mit der demografischen Entwicklung erfolgreich zurechtkommen oder wie wir sparsam umgehen mit unseren natürlichen Ressourcen. Bei Zukunftsperspektiven Fehlanzeige. Herr Ministerpräsident, Sie sind gerade so schön ins Gespräch vertieft, aber vielleicht haben Sie die Freundlichkeit, mir ein Ohr zu leihen, vielleicht auch nur eins, das reicht ja vielleicht schon. Herr Ministerpräsident, Sie haben wohlklingende Überschriften gewählt für Ihre Regierungserklärung: Lebensqualität sichern, Zukunft gewinnen, Aufbruch wollen Sie schaffen, schön wär's. Aber so wie Sie und Ihr Vize und Ihre ganze Regierung agieren, so sind Sie meilenweit davon entfernt, diesen Ansprüchen wirklich gerecht zu werden, meilenweit davon entfernt, diese Ziele tatsächlich zu erreichen. Ich verrate Ihnen was, Kolleginnen und Kollegen, Herr Seehofer: Politik für Lebensqualität, wirkliche Politik für Lebensqualität, gelingt nur, wenn man grüne Politik macht. Und da reicht es auch nicht, eine grüne Krawatte umzubinden. Da muss schon grüne Kompetenz und grüne Substanz sein. Politik für Lebensqualität gelingt auch nur, wenn man weiß, dass Lebensqualität eben nicht gleichbedeutend ist mit grenzenlosem Wirtschaftswachstum. Und Politik für Zukunftsfähigkeit können wir Grüne besser. Das haben wir nicht zuletzt mit unserem jahrelangen Einsatz für den Atomausstieg und für die Energiewende bewiesen, Kolleginnen und Kollegen der Schwarzen und der Gelben. Und unter Aufbruch Bayern stelle ich mir ehrlich gesagt auch was anderes vor als einen Ministerpräsidenten, der Dauerkapriolen schlägt, und einen Vizeministerpräsidenten, der betulich durchs Land zieht. Ich wollte nichts anderes sagen. Was ist denn nun mit Ihren groß angekündigten Plänen zur Schuldentilgung? Es hieß ja, hier bei der Regierungserklärung würden Sie uns dann sagen, wie Sie dieses hehre Ziel erreichen, mit welchen Maßnahmen, mit welchen konkreten Schritten, wie Sie es denn anpacken wollen. Welche Einschnitte soll es denn geben? Nichts haben Sie dazu gesagt. Drastisch sparen wollen Sie angeblich, aber niemandem soll das wehtun. Wie soll das denn gehen? Der einzige Vorschlag, der heute von Ihnen zu hören war, war Ihre Klage gegen den Länderfinanzausgleich. Das hören wir seit Jahren von Ihnen. Und Sie wissen ganz genau, nicht nur, dass Sie selber zugestimmt haben, wie Herr Rindersbacher Ihnen so schön auch noch mal vor Augen und unter die Nase gerieben hat, sondern Sie wissen auch, dass Sie aus dieser Regelung vor 2019 nicht herauskommen werden. Und Sie wissen auch, dass Sie die Strukturprobleme des Länderfinanzausgleiches nicht lösen werden mit der Androhung von Verfassungsklagen. In Ihrer Regierungserklärung hatten Sie den schönen Satz: anpacken statt wehklagen. Ja, dann sage ich, ja, dann packen Sie es halt endlich an und jammern Sie nicht dauernd über den Länderfinanzausgleich. Setzen Sie sich endlich hin und machen Sie Ihre Hausaufgaben, anstatt sich in ein populistisches Empörungstremolo reinzusteigern.
Auch wir Grüne sind der Auffassung, dass der Länderfinanzausgleich reformiert werden muss. Und wenn Sie ein guter Abgeordneter wären, Herr Sauter, und wenn Sie mitbekommen würden, was hier im Hause diskutiert wird, dann wüssten Sie nämlich, dass wir Grüne diejenigen waren, die vor anderthalb Jahren hier einen Antrag gestellt haben zur Reform des Länderfinanzausgleiches, dass wir gesagt haben, der Länderfinanzausgleich ist eine Fehlkonstruktion, weil er sowohl für die Geberländer als auch für die Nehmerländer keinen Anreiz bietet, effektiver und besser mit den Steuereinnahmen umzugehen, weil es sich nämlich nicht lohnt, dass man die Steuerfahndung, das Steuereintreiben verbessert, die Steuerfahndung erhöht, weil den Geberländern wird das dann abgezogen und die Nehmerländer kriegen trotzdem nichts Zusätzliches, weil ihnen das, was ihnen gegeben wird, auf der anderen Seite wieder abgezogen wird. Also dieses System ist eine Fehlkonstruktion. Das haben wir hier mehrfach deutlich gemacht. Wir haben Sie aufgefordert, setzen Sie sich hin, machen Sie Ihre Hausaufgaben, kommen Sie endlich zu Potte. 2019 muss das Ding sowieso reformiert werden. Bis heute haben wir keinen Vorschlag von Ihnen gehört und unseren Antrag haben Sie abgelehnt. So geht es nicht. Und auch hier zeigt sich wieder mal, wer wirklich zukunftsfähige Politik macht für Bayern und wer nur populistische Parolen zu bieten hat. Und wenn Herr Dobrindt heute sich dazu versteigt, anderen Bundesländern nun Misswirtschaft vorzuwerfen, dann sage ich, wie wäre es denn mit etwas weniger Großmäuligkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CSU? Wie wäre es denn mit etwas weniger Großmäuligkeit angesichts des 10 Milliarden Debakels bei der Bayerischen Landesbank? Und wie wäre es mit etwas weniger Großmäuligkeit und etwas mehr Einsicht angesichts der millionenschweren Misswirtschaft und Verschleuderung von Steuergeldern beim Flughafen Hof zum Beispiel? Und da sollten Sie erst mal vor Ihrer eigenen Haustüre kehren, schauen, wo Sie selber jahrelang Misswirtschaft betrieben haben, nach wie vor betreiben und mit dem Kabinettsbeschluss von gestern sogar noch fortsetzen, bevor Sie hier große Töne spucken. Und es waren übrigens, und daran möchte ich schon erinnern, ausschließlich wir Grüne, die diese schwachsinnige Subventionierung des Flughafens in Hof seit Jahren hier angeprangert haben. Wir haben gesagt, das ist ökonomischer Unsinn und das ist ökologischer Unsinn. Namentlich die Kollegin Ulrike Gothe hat sich hierher gestellt und sich von Ihnen schwach anreden lassen müssen, und zwar von Kollegen der CSU und von Kollegen der SPD. Und wie sieht es heute aus? Die Grünen, die angeblich Infrastrukturprojekte verhindern. Ja, was könnten wir denn in der Region Hof an Infrastrukturprojekten, an Bahn, an Kinderbetreuungsmöglichkeiten, an Schulen haben, wenn wir das Geld nicht versenkt hätten in diesen Flughafen, sondern in eine zukunftsfähige Infrastruktur investiert hätten? Und auch hier zeigt sich, wer was versteht von zukunftsfähiger Politik und wer nur die alten Rezepte kennt, um die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. Ich sage hier, Schuldenabbau ist richtig und wichtig. Aber, Herr Seehofer, ja, bevor Sie sich hier als brutalstmöglicher Entschulder aufführen, sollten Sie vielleicht erst mal schauen, was haben Sie denn an verdeckten und versteckten Schulden. Wie ist denn das mit dem Pensionsfonds, der uns Jahr für Jahr mit zusätzlichen Millionen belastet, den Sie jetzt sogar noch abschaffen wollen und sagen, man kann ja da vielleicht mehr, man kann mehr erreichen, wenn man das Geld jetzt zurückzahlt und nachher in die Pensionen nimmt. Ich traue Ihnen da keinen Millimeter über den Weg. Weil wenn Sie den Pensionsfonds heute abschaffen, ja wunderbar, da sind wir uns ja einig. Wenn Sie den Pensionsfonds heute abschaffen,
dann werden die Beamten keinen müden Euro sehen für ihre Pensionen, wenn sie dann mal fällig werden, weil dann werden sie immer irgendein Argument finden, warum sie in den Pensionsfonds nicht einzahlen werden. Und deswegen ist es absurd, wenn Sie hier sagen, Sie wollen brutalstmöglich einsparen und auf der anderen Seite verdeckte Schulden aufhäufen beim Pensionsfonds, beim Straßen- und Gebäudeunterhalt oder auch bei der energetischen Sanierung. Und nicht nur wir haben keinerlei Vertrauen, dass Sie jetzt plötzlich eine nachhaltige Haushaltspolitik verfolgen. Wir haben den Verdacht, dass Sie es an diesem Punkt genauso halten wie zum Beispiel beim Atomausstieg oder bei der Förderung der erneuerbaren Energien oder beim Steuersenken oder bei der Rente mit 67. Immer haben Sie einen lockeren Spruch auf den Lippen und dann machen Sie das Gegenteil vom Gegenteil des Gegenteils. Ich sage Ihnen, Bayern hat wirklich was Besseres verdient als Ihre schwindelerregenden Kapriolen und unhaltbaren Versprechungen. Wie muss denn eine Politik für mehr Lebensqualität tatsächlich aussehen? Lebensqualität heißt, ein gutes Leben führen zu können. Und das bedeutet natürlich materielle Absicherung. Aber Lebensqualität ist ja weit mehr. Lebensqualität heißt, in einer intakten Umwelt leben zu können. Und zu einer intakten Umwelt gehört der Schutz der Natur. Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Wie sieht es denn da aus mit dem Artenschutz in unserem Land? Alarmierend ist das Artensterben in unserem Land seit Jahren. Sie dokumentieren das zwar ganz schön in dem Artenschutzbericht, aber Sie ergreifen keine Maßnahmen des Gegensteuerns. Da müssen Sie eine andere Verkehrspolitik betreiben, da müssen Sie eine andere Landwirtschaftspolitik betreiben. Dann könnten Sie sagen, Sie setzen sich ein für eine intakte Umwelt. Und dazu gehört auch eine drastische Reduzierung des gigantischen Flächenverbrauchs. Jedes Jahr wird in Bayern eine Fläche fast so groß wie der Chiemsee zugebetoniert, versiegelt. Ist das denn eine intakte Umwelt? Da müssen Sie endlich gegensteuern und auch da sehen wir keinerlei Anstrengungen von Ihnen. Zu einer intakten Umwelt gehört der Erhalt der freifließenden Donau. Gehört die Schonung des Isentals zum Beispiel, gehört zum Beispiel der Verzicht auf die dritte Startbahn, nur einige Beispiele. Und wenn man von Lebensqualität und von Zukunftssicherung hier spricht, dann sollte man sich auch mal intensiv mit den Grenzen des Wachstums auseinandersetzen und wie wir damit umgehen wollen, wie wir mit dieser Herausforderung umgehen wollen und gleichwohl unseren Wohlstand erhalten wollen, anstatt hier angeblich unbegrenzte Möglichkeiten zum Mantra zu erheben. Und Lebensqualität bedeutet auch, gute Arbeit zu haben, nicht nur irgendeinen Job zu haben. Gute Arbeit zu haben, von der man leben kann. Und dazu gehört zum Beispiel ein garantierter Mindestlohn. Dazu gehört eine Gesellschaft, in der die Schere zwischen Arm und Reich nicht immer weiter auseinandergeht. Lebensqualität bedeutet, dass man mit seiner Verschiedenheit angenommen wird in dieser Gesellschaft. Und Lebensqualität bedeutet die Möglichkeit zur Teilhabe und zur Mitwirkung in der Gesellschaft und an den politischen Entscheidungen. Das sind die Aufgaben, die angepackt werden müssen, um unsere Lebensqualität und die unserer Kinder zu sichern. Und davon, Herr Ministerpräsident, haben wir leider nichts gehört in Ihrer Lobhudelei über Ihre eigene Politik. Da haben wir jede Menge Arbeit vor uns in Bayern und wir Grüne freuen uns darauf, hier anzupacken. Und Lebensqualität bedeutet, dass man ohne Angst leben kann in unserem Land. Das ist Lebensqualität, ohne Angst leben zu können in unserem Land. Lebensqualität bedeutet, dass Menschen in unserer Gesellschaft nicht bedroht und terrorisiert und ermordet werden von braunen Terrorbanden. Bezeichnenderweise haben Sie, Herr Seehofer, und auch Sie, Herr Schmidt, keinen Blick geworfen auf diese hässliche Realität, die auch in unserem Lande existiert. Auch das hätte zu einer ehrlichen Bilanz in diesem Lande gehört.
Wie zynisch muss den Betroffenen ihre Lobpreisung der inneren Sicherheit vorkommen, wenn eine rechte Terrorzelle 10 Jahre lang unbehelligt auch durch Bayern ziehen konnte, 5 Menschen ermorden konnte? Und wie hohl müssen ihre Worte in den Ohren von denjenigen mutigen Frauen und Männern klingen, die sich den Nazis seit Jahren in den Weg stellen, die ihren Kopf hinhalten. Für unsere moralischen Werte, für die Menschenrechte in unserer Gesellschaft und die insbesondere in den letzten Wochen aufs Massivste von den Nazis attackiert und bedroht wurden. Und wir fordern Sie deswegen auf, Herr Ministerpräsident, intensivieren Sie endlich Ihre Anstrengungen im Kampf gegen den Rechtsterrorismus und Rechtsradikalismus, auch in Bayern. Nehmen Sie endlich die Gefahren des Rechtsterrorismus ernst. Ein NPD-Verbot zu fordern alleine reicht bei Weitem nicht. Das ist zum Großteil auch nur ein Alibi, was Sie hier gerne vorschieben. Erhöhen Sie endlich den Fahndungsdruck gegenüber der rechten Szene und schützen und unterstützen Sie die Menschen, die heute aktiv von den Neonazis bedroht werden. Es darf nicht sein. Es darf nicht sein, dass die Neonazis dem Staat auf der Nase herumtanzen und Teile unserer Bevölkerung beständig in ihrer Sicherheit bedroht werden. Und bei diesem Thema, erwarte ich deutlich mehr Problembewusstsein bei Ihnen. Und bei diesem Thema, Herr Ministerpräsident, hätte ich mir klare Worte in Ihrer Regierungserklärung erwartet, anstatt dass Sie über unbegrenzte Chancen herumschwadronieren. Wie muss eine Politik für Zukunftssicherung aussehen? Zentrale Zukunftsaufgabe ist eine gerechte Bildungspolitik, die allen Kindern gleiche Chancen und Perspektiven bietet, egal wo sie leben, egal ob sie behindert sind oder nicht, unabhängig von der Herkunft und Bildung ihrer Eltern. Beste Bildung für jedes Kind, das ist die Grundlage für Lebensqualität, für Zukunft, für gesellschaftliche Teilhabe, für persönliche Entfaltung, aber auch für wirtschaftlichen Wohlstand. Und da würden wir uns in diesem Bereich schon eher mal die Vorstellung von unbegrenzten Möglichkeiten, vielleicht sogar nur von besseren, von deutlich besseren Möglichkeiten wünschen. Stattdessen stoßen unsere Kinder in unseren Schulen dauernd an Grenzen, von wegen unbegrenzte Möglichkeiten, an starre Übertrittsgrenzen zum Beispiel, an denen viel zu viele Kinder völlig unnötig jedes Jahr scheitern. Oder an eine eng begrenzte Anzahl von Ganztagesschulplätzen, was zu enormem Zeitdruck führt bei den Kindern, bei den Eltern, bei den Lehrern. Und von wegen flächendeckender Ausbau, es wurde hier mehrfach auch schon erwähnt, wenn wir in dem Tempo mit den Ausbauplänen für Ganztagesschulen weitermachen, das sie bisher vorgelegt haben und für das sie sich ja selbst in den höchsten Tönen loben, wenn wir mit dem Tempo weitermachen, dann werden wir bis 2020 gerade mal 10% aller Schüler Ganztagesangebote haben. Flächendeckender Ausbau sieht anders aus. Und weil Sie sich gerade selbst so gelobt haben, Herr Schmidt, für den Krippenplatzausbau, auch da wünsche ich mir deutlich mehr Ehrgeiz und deutlich weniger Lobhudelei, weil wir brauchen bis 2013 die Angebote, um den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz einlösen zu können. Das werden Sie mit Ihrer Politik und dem Geld, was Sie da eingesetzt haben, bei weitem nicht schaffen. Sie müssen zusätzlich über 400 Millionen Euro einsetzen, damit Sie den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz in Bayern garantieren können, nicht mit der Politik, die Sie betreiben. Kinder stoßen in unseren Schulen an die Grenzen ihrer Belastbarkeit und auch die ihrer Lehrer und Eltern.
Sie leiden unter stetig steigendem Druck und verlieren die Lust am Lernen. Und Schulen stoßen an die Grenzen ihrer Möglichkeiten, die Kinder wirklich individuell zu fördern, weil Zeit und Personal fehlt. In Bayern, und das ist die Wahrheit in unserem bayerischen Bildungssystem, in Bayern bleiben viel zu viele Kinder unter ihren Möglichkeiten. Sie werden entmutigt, aussortiert und unnötig unter Druck gesetzt. Und diese Bildungspolitik hat keine Zukunft, weil sie weder kindgerecht ist noch leistungsgerecht ist. Sie vollziehen jedoch seit Jahren nur mehr hilflose Flickschusterei. Sie haben keine Antwort auf die Herausforderung. Sie haben keine Antwort, wie Sie mit dem demografischen Wandel umgehen wollen. Es wurde deutlich gemacht, wie die Entwicklung der Schülerzahlen ist. Und wenn wir in dieser Art und Weise weitermachen, wenn wir nicht umsteuern, wenn wir den Schulen vor Ort nicht die Möglichkeit geben, sich zusammenzutun, eine Öffnungsklausel ins Gesetz schreiben, wenn wir das nicht tun, dann werden in den nächsten Jahren jede Menge Schulstandorte in Bayern schließen. Und auch das ist das Gegenteil von unbegrenzten Möglichkeiten. Und deswegen verspielen Sie die Zukunft unserer Kinder mit Ihrem ideologischen Festhalten am gegliederten Schulsystem. Die Schule der Zukunft ist eben gerade keine Einheitsschule. Und da merkt man, dass Sie sich überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigt haben, wie eigentlich moderne Pädagogik heute aussieht. Die Schule der Zukunft ist eine Schule, in der die unterschiedlichsten Kinder in einem Klassenverband miteinander unterrichtet werden, in einem Klassenverband zusammenbleiben. Aber in diesem Klassenverband kriegt nicht jeder das Gleiche, sondern jedes Kind das Richtige. Das ist die Schule der Zukunft. Zweites Zukunftsthema, die Energiewende. Es ist noch nicht so lange her, Herr Ministerpräsident, da haben Sie die Energiewende zum Megaprojekt Ihrer Regierungszeit proklamiert. Die Aufgabe wäre es wert. Nur mittlerweile hören wir nur mehr wenig von dieser Ihrer angeblichen Herzensangelegenheit. Da ist Ihre Leidenschaft offensichtlich sehr schnell wieder verglüht. Die Energiewende in Bayern ist in erster Linie ein Verdienst der Bürgerinnen und Bürger in Bayern, die seit Jahren in vorbildlicher Weise in die Energiezukunft investieren. Und ich kann es Ihnen nicht ersparen, ich will hier schon noch mal daran erinnern, wer jahrelang das erneuerbare Energiegesetz bekämpft, aktiv bekämpft hat, irgendwann einmal dann passiv geduldet hat, irgendwann mal gesagt, es ist ja eigentlich eine ganz gute Sache und jetzt versucht, es ad absurdum zu führen und wieder auszuhebeln. So werden Sie keine Energiewende in Bayern erfolgreich bewältigen. Und aufgrund Ihrer Versäumnisse ist Bayern keineswegs Vorreiter bei den erneuerbaren Energien. Vor 12 Jahren waren wir noch Spitze in Bayern im Vergleich der Bundesländer. Mittlerweile sind wir auf Platz 6 zurückgefallen. Ist das Ihre Energiewende? Ist das Ihr Ehrgeiz, von Platz 1 auf Platz 6 zurückfallen und keine Aktivitäten, wo man den Eindruck hat, es kann besser werden? Die meisten Ihrer Aktivitäten sind Scheinaktivitäten. Unklare Zuständigkeiten in der Verwaltung, unklare Aufgabenstellung für die zuständigen Stellen, schlechte Kommunikation mit den Kommunen. Kein Zeitplan, kein verbindlicher Umsetzungsplan, keine Umsetzungsstrategie, Tatenlosigkeit und fehlender Gestaltungswille bei Stromspeicherung und Netzausbau. Die Energiewende ist eine Megaaufgabe, ja. Eine Megaaufgabe für Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Und dazu muss man einen Plan haben und dazu muss man dranbleiben. Sie bleiben nicht dran, wir Grüne bleiben an diesem Thema dran. Ihr Rücken ist wunderschön, aber vielleicht könnten Sie ihn mal ein bisschen aus der Bildfläche schieben. Das ist eine ziemliche Unverschämtheit, Herr Stöttner.
Bitte lassen Sie die Rednerin ausreden. Sie haben das Wort, Frau Bause. Bitte schön. Kolleginnen und Kollegen, Herr Seehofer, wir richten unsere Überzeugungen nicht nach kurzfristigen Themenkonjunkturen aus. Wir bleiben dran, mit Beharrlichkeit und Leidenschaft, auch gegen Widerstände. Wie oft haben wir uns von Ihnen hier blöd anmachen müssen für unsere Forderungen in der Frauenpolitik, in der Energiepolitik, beim Flughafenhof. Ja? Und Punkt für Punkt sind wir bestätigt worden durch die Entwicklung. Und Sie haben das Nachsehen gehabt. Sie laufen uns heute an den Punkten hinterher, wo Sie uns jahrelang bekämpft haben. So viel zur Zukunftskompetenz. Und nur durch Beharrlichkeit und Dranbleiben und ein langfristiges Konzept entsteht Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Und nur so wissen auch die Bürgerinnen und Bürger und auch die Unternehmen, wie sie dran sind. Und nur so kann dann auch die Zuversicht entstehen, um diese wirklich große Herausforderung zu bewältigen. Sie sprachen von Aufbruch Bayern. Ja, Bayern braucht den Aufbruch. Einen Aufbruch für Glaubwürdigkeit und für Verlässlichkeit in der Politik, Herr Seehofer. Einen Aufbruch für bessere Teilhabe und mehr Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger. Einen Aufbruch für eine gesellschaftliche und ökologische Erneuerung unserer Gesellschaft. Und dieser Aufbruch ist ein grüner Aufbruch für Bayern.